Ja, guten Morgen. Ja, die Kühe schauen da schon beim Fenster aus. Ja, auch guten Morgen. So, jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir noch 12 Kilometer vor Passau, glaube ich, habe ich gestern erzählt. Warte mal. 12,6 irgendwas. Und dann geht's nach Österreich. Und ihr werdet's miterleben. Hoffentlich. Heute ist bewölkt. Ob es Regen anfängt, weiß ich nicht. Aber ich bin eh ausgerüstet. Gut, dann fahren wir. Kaffee war recht. Gestern habe ich gar keinen getrunken. Vielleicht kriege ich heute einen. Schauen wir mal. Bis gnädig ist das Schicksal. So wird endlich mein Kaffee in Passau. Und weil es gerade so verlockend war, gibt es noch eine Currywurst dazu zum Frühstück. Nicht? So, Frühstück ist fertig. Sehr gut war die Currywurst. Jetzt geht es gestärkt weiter Richtung Linz. Der linken Donauseite ist schöner zum Fahren, flacher, und die Grenze kommt zwar später, aber ich werde es mitkriegen. So, weiter geht's. Also auf der anderen Seite von der Donau, also ich fahre auf der linken Seite, auf der rechten Seite ist schon lange Österreich. Juhu! Aber ich bin auch bald in Österreich. Jo. So, ich stehe da in Obernzell, so schaut es da aus. Fällt gleich mal das Wasser und die Krokodile.
So, wieder mal spektakuläre Grenze. Fast übersehen. Ja, normalerweise müsste das jetzt Österreich sein, da, ob da. Sehen wir mal das erst bei den Straßenstempel auf der Straße wahrscheinlich, weil die schauen dann wieder anders aus. Juhu. So, jetzt geht's übers Wasser. Ich stehe da in Schlögen. Und jetzt fahre ich mit der Fähre übers Wasser da drüber, über die Donau. Und jetzt auf der anderen Seite weiter. So, kommt's alle ins Fernsehen? Ja, genau. So, mit der Fähre sind wir gut angekommen. Jetzt haben wir noch 54 Kilometer bis Linz. 26 bis Aschach, vielleicht brauche ich da was. Sehen wir eh, aber fahren wir mal los. Der Wind kommt noch immer von hinten. Leichter Rückenwind. Sehr hilfreich. Los geht's. Übrigens, der nette Mann da hinten in Rot hat die ganze Fähre eingeladen, also hat er mir jetzt da auf die Fahrt eingeladen. Dankeschön. Vielleicht siehst du ja mal im Video. Bis später. So, Aschach bin ich durchgefahren. Wollte eigentlich zum Spar gehen, aber habe ich nicht gefunden. Ja, weiß nicht, der war ja voriges Jahr neben der Straße. Naja, war keiner mehr da. Vielleicht sind hier auch keine Spar. Keine Ahnung. Also, vielleicht haben sie ihn abgerissen, weil dort war ein riesen Baustell. Jo, wurscht, ich habe eh noch was zum Essen mit. Jetzt habe ich mich dort auf der Bank einmal. Machen wir eine kleine Pause. Es ist 13.36 Uhr. Und 80 Kilometer habe ich. Und ungefähr noch mal so weit muss ich noch. So 80 Kilometer, aber wenn es schon noch werden. Aber haben wir ja noch Zeit. Passt. Bis später. So schaut es da aus. Wow. Der Haufen Mucken. Wahnsinn. Essen brauchst du nichts, brauchst du deinen Mund offen halten und gar einmal schlucken, dann hast du genug gegessen. Jo, 15 Kilometer bis Linz wahrscheinlich. Und so ein bisschen über 70 bis Krain. Also da muss ich mindestens hin. Und ein bisschen weiter, wenn es geht.
So, mit der Fähre sind wir gut über den Fluss gekommen wieder mal. Ich glaube, jetzt gibt es keine mehr bis Wien. Und jetzt geht es weiter nach Linz. Ich weiß nicht, 15 Kilometer oder so. Sehen wir. Ich melde mich. Der Himmel ist recht finster, aber dabei ist noch trocken. Schauen wir mal. Fahren wir vorbei, weil erstens habe ich keine Zeit und zweitens war ich schon da. Und wenn einer Linz sehen will, muss er eh selber herfahren. So wie alle anderen Sachen muss ich nicht sagen. So, kleiner Schreckmoment. Jetzt habe ich eine kleine Panik gehabt. Die Gepäcksträger haben sich zwar Schrauben gelöst, aber Gott sei Dank alles gerichtet. Weiter geht's. Jetzt bin ich kurz vor Mauthausen. 6 Uhr am Abend. Ja, es ist zwar ziemlich finster, aber nur weil die Wolken da so dunkel sind. Aber dort am Horizont, wo ich hinfahre, wird schon wieder heller. Also, 2 Stunden geht noch. Und dann werden wir irgendwo einparken. Entweder kommt ein Campingplatz oder ein Baum. Oder eine Wiesen oder irgendwas. Keine Ahnung. Weiter geht's. So, ich stehe jetzt in Mauthausen, war nicht mehr lang, weil ich gleich weiterfahre. Ich wollte mich mal kurz melden. Schöne Stadt und eigentlich ganz anders, wie man sich so vorstellt. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. So, jetzt geht's weiter. Den Donauradweg entlang. Jetzt sind wir wieder rund bei der Donau. Jo, los geht's. Also echt schön, muss ich sagen, der Teil da von Mauthausen jetzt da oben, sehr gut gemacht. Jo, bis Wien sind jetzt noch 190 Kilometer, für einen Tag fast ein Gefühl, gell? Jo, und wenn ich jetzt noch 30 fahre, dann sind es morgen gleich mal 160. Guter Plan.
Es ist halb sieben. Ja, bis 8 fahre ich heute halt mal. Dann sehe ich, wo ich bin und wie weit. Und bis später. Jo, jetzt bin ich kilometerlang durchs Hinterland gefahren. Doch, keine Ahnung, sieht man auch auf der Karte. Und jetzt bin ich wieder angekommen bei der Donau. Jetzt müsste irgendwann einmal die Brücke in Krain kommen, also die Donaubrücke vor Krain. Komm um, wir fahren nach Amstetten. Und ich fahre nachher über die Brücken und hab dann auf der rechten Seite weiter. Und dann werde ich schauen, dass ich noch die niederösterreichische Grenze erreiche, weil die müsste jetzt eigentlich dann gleich mal kommen. Hoffe ich halt. Und dann suche ich mal wieder ein nettes Platzl. Und dann gibt es wieder was zum Essen. Juhu. Weiter geht's. Die Sonnenbrillen habe ich nicht auf, weil es so hell ist. Sondern wegen den Mucken, ist eh klar. Jetzt ist da die Brücke, die Donaubrücke bei Krain, vor der Zumme. Und hoffe, dass drüben dann schon Niederösterreich ist, weil dann hätte ich mein Tagesziel erreicht. Dann brauche ich mehr Platz zu suchen. Sehen wir gleich. Jo, habe ich recht gehabt, über die Brücken. Dann sind wir schon in Niederösterreich. Und das wollen wir jetzt machen. Coole Sache. Juhu! So, jetzt habe ich einen Fischereikollegen gefragt, der was da gesessen ist, neben einem Bach oder Dumpf oder was weiß ich. Da hat er gesagt, da kommt noch ein Campingplatz in 4-5 Kilometer, meint er. Weil ich bis dorthin nichts Schöneres finde, dann fahre ich halt dort einmal hin, nicht? Weil jetzt wird schon langsam finster. Jo, und 172,8, also 180 Kilometer werde ich schon noch zusammenbringen, wenn da ein Campingplatz ist. Oder knapp drunter. Und dann habe ich morgen nicht mehr so viel. Passt. Also, falls ich mich heute nicht mehr melde, weil es finster ist, gute Nacht und sonst bis später.